Es gibt mehrere Hadith dieser Art, unter anderem der etwas längere Hadith, der das ein bisschen anders darstellt. Also, der erwähnt die Spontanität, wie spontan das sein kann für einen Menschen. Er sagt, das ist jetzt nicht wortwörtlich ungefähr übersetzt, zwischen dem Menschen und dem Paradies sind nur noch Momente oder eine Elle, sagte er. Eine Elle. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Zwischen ihm und dem Paradies ist nur eine Elle. Dann überholt ihn aber die Bestimmung und er tut etwas, er setzt etwas, bewirkt etwas oder setzt eine Handlung um, die als die eine Handlung der Ahlun Nar gezählt wird. Und er betritt es dann infolgedessen. Also er verstirbt und betritt es dann. Das Wort, hier ist ein Wort, das supponiert wird. Und zwar, famat fadakhala. Der Kontext bedingt das, sonst passt das alles nicht. Also er stirbt infolgedessen dann und betritt dann die Hölle. Genauso umgekehrt sagt er. Und zwischen dem Menschen, also es kann sein, dass zwischen dem Menschen und dem Feuer nur eine Armspanne ist. Fayasbiqu alayhi al-kitab, nochmal das Gleiche. Die Bestimmung überholt ihn aber. Fayamalu bi'amali ahli jannah. Und er bewirkt etwas Gutes. Fayadkhuluha. Und er betritt es dann auch. Auch hier wieder ein Wort, das supponiert wird, hingedacht wird, und zwar stirbt dabei. Oder danach und betritt dann infolgedessen das Paradies. Und das ist eine ganz interessante Sache. Ibn Rajab hat hier zu diesem Hadith ein Wort gesagt. Er sagt sowas wie, dass das Ende eines Menschen das Erbe seines vorherigen Lebens ist. Lebensende des Menschen, also es ist nicht dem Zufall überlassen, yani. Es ist nicht dem Zufall überlassen, dass man denkt, es ist eine Glückssache. Es ist Glückssache, dass auf einmal plötzlich hat er auf einmal was super Gutes gemacht und verstirbt dabei. Und 99 Jahre seines Lebens sind damit getilgt. Er sagt, die Khawatim, Al-Khawatim Mirathus Sawabiq. Das Lebensende oder der Lebensabschluss ist das Erbe des vorherigen Lebens. Das heißt, in deinem vorherigen Leben haben sich Sachen angesammelt, die erbst du dann am Ende. Und das kann dann was Gutes sein und das kann was Schlechtes sein. Jedenfalls kriegst du das ausgezahlt am Ende deines Lebens, was du am Anfang deines Lebens bezahlt hast. Tamam? Nein.